Hallo Kinder und auch liebe Erwachsene. Man kann nämlich in jedem Alter Trompete spielen und zu spielen beginnen. Die Trompete ist ein Blasinstrument, so wie die Tröte. Man bläst rein und ein Ton kommt raus. Früher waren die Trompeten Signalinstrumente. Sie kündigten den König an oder gaben Befehle im Krieg oder in der Jagd. Man kann auch sagen, die Trompete ist ein königliches Instrument. Deswegen durfte früher auch nicht jeder so einfach die Trompete spielen. Heute schon. Wie funktioniert das Spielen mit der Trompete? Man legt die Lippen etwas eingedreht übereinander und bläst Luft durch. Es entsteht ein Geräusch wie das Summen einer dicken Biene. Wenn man dann das Mundstück drauflegt, klingt es dann so. Und mit der Trompete kommt dann ein richtig cooler Ton raus. Eng verwandt zur Trompete ist das Flügelhorn. Das Flügelhorn klingt weicher und runder im Klang. Jeder Trompeter kann automatisch auch Flügelhorn spielen. Praktisch, einmal üben genügt für zwei Instrumente. Nach kurzer Lernzeit kannst du schon im Schülerorchester mitspielen. Apropos Spielen. Die Trompete ist ja extrem vielseitig. Sie kommt vor in der Blasmusik, in Volksmusik, in klassischen Orchester, in Pop, Rock, Jazzbands und. Ich zeige euch gleich ein paar verschiedene Beispiele mit meinen Schülern. Kontakt und weitere Infos findet ihr im Text unten. Schaut einfach mal vorbei, ich freue mich auf euch.